stomach. Checking out, making my cleaning. Checking, give that top test for the pool, where I don't, that must be in my car, I like to make it out. I didn't ask the doctor. Maybe that they came to our department, but I just, for, we did this pre-recommend. Das Schöne ist, dass die NPRP in fast allen Erweiterungen können sich verfügbar sind. Das heißt, wenn ich schnell arbeiten möchte, dass ich mit E2M eingebunden wurde, kann ich direkt mit dem Programm arbeiten und habe trotzdem Zugriff auf meine durchgeladene Datei. Das ist wenigstens einfach damit. Das heißt, ich lade eine E2M-Datei, aber lokal auf dem Fallsystem, der hat sich GPS oder der hat sich GPS oder aus irgendeinem anderen Einzug, völlig egal, alles kann sein, funktioniert einfach. Dann gibt es diese E2M-P. Wenn man die GD-Leitung einsetzt, auch da ist es nicht, muss man da die gewandelte Packung nehmen, nicht die externe Leitung, weil dort die eingebunden wurden. Dann jetzt zu erleiden, dann ebenfalls, das heißt, wenn ich da mein eigenes Protokoll habe, würde das von mir nur sagen, dass ich auch das kann machen. Ich würde es so leid, wenn ich das verstehen habe, um es nicht zurückzuschreiben, aber das System verkannte entsprechend für den Server. Das heißt, ich gehe dort, darf der Pfeil auf die Assistenzladung, wobei da natürlich dann auch selbst hier von der ganzen Selbstvorsache, wie wir noch überlegt haben, entsprechend sich bemerkbar machen. Ich habe Pocket in der GCP, wo ich entsprechend direkt ein Netzwerk zu implementieren. Ich habe das nicht mehr erlebt, dann kann ich gehen, dann kann ich mir erst bis zu der SSD und entsprechende Konstruktionssituation direkt an den GD. Und auch optimierte verwenden würde, kann ich ganz einfach auf eine gewisse Papierdatei zugreifen, wo ich sie aktiv auspacken muss. Das wird automatisch in den Nacken. Jedenfalls ist es eigentlich ein Ausgabesdienst, auch ganz praktisch. Wenn man das von außen direkt laden möchte und direkt ausgeben, darf man auf der Ecke machen, aber man kann es auch direkt ausgeben. Ich werde dann mal eine Command-Line zusammenschreiben, dann würde ich sehr viel sehr praktisch. Das ist die Input, die man auch hervorragend benutzen kann, wenn man zum Beispiel jetzt alles zusammenschreiben möchte, weil man da ja in extra Form Daten ohne Variablen zu und so brauchen kann, die direkt einlegen kann. Was hier aber noch der Preis liegt. Man kann das auch schon auf C-Ebene erweitern, weil ich dann bestimmte Wettbewerbe installieren kann, zum Beispiel das SSH und C2. Wenn man die Möglichkeit auch der SSH-Sachen abzurufen oder aufzurufen oder dadurch Daten zu laden oder zurückzuschicken, alles Mögliche damit zu tun. Wer mit DFM 2 arbeitet, was hoffentlich die meisten vielleicht hat, hat das Data-Protokoll. Das Data-Protokoll ermöglicht es quasi, mehrere Daten, wenn sich encodet, idealerweise in den Datenprozessen einzupacken, dass ich keinen wirklichen Dateischlüssel mehr brauche. Das ist alles implizit im Quellcode vorhanden. Ja, möchte der Rest der Dinge gerade angreifen. Und dann die Möglichkeit, auch ein Schlüsselmodul, der sich mit Sound beschäftigt. Ich kann auch auf der Hand ein Schlüsselmodul dazu zuweisen, damit Daten auslesen muss und die selber weiter installieren muss. Effekt ist, auch für CD-Leute interessant, die in der Form
Gracias.
Konsumkraftmittel, Kraftwerkkapsel. Mit dem großen Vorteil, dass ich jetzt ohne sich an meinem normalen Fahrwerk verändern muss, die Auflösung durch die Fahrt hin übersetzt, die sich nicht ändern kann. Aber das werden wir das deutsche Fall, im Englischen den englischen
Vielen Dank.
würde ich allerdings nicht machen, für Getext, wenn Getext ganz phrasenorientiert ist.